Ich habe was ganz Schönes über Sie gelesen. Sie hat eine wunderschöne Einführung von nach dem Film. Ja. Ist das eine? Ich muss mal sehen, was das überhaupt ist. Das ist eine. Das war eine Online-Zeitschrift. Ja. Aus Bremen. Interviewt hat Beilenhoff und mich Judith Keilbach. Mhm. Das war aus nach dem Film. Oder war das zu Godard? Nee, das war quasi, und dann wurden sie quasi so porträtiert. Und da steht dann halt, geboren im Jahre 1 der Adenauer Republik, ja. Ausgebildet zum weit über die Grenzen von Göttingen hinaus, unbekannten Historiker. Ja. Spezialgebiete, antike Despoten und Kleopatra. Ja. Kam zum Film, weil er eine Zeit lang wegen des einem Augenleiden geschuldeten Tragens einer Augenklappe auf Empfängen mit John Ford verwechselt wurde und deshalb der Frage nachzugehen hatte, wer ist eigentlich John Ford? Und noch spannender, derzeit Mitglied einer geheimen Taskforce-Einheit der EU. Beschreibt sie das so schon in einem gewissen Maße? Fühlen Sie, also in dieser Beschreibung, ja, finden Sie sich da wieder? Ich habe da zwei Ziele. Erstens, mich über Selbstvorstellungen lustig zu machen. Hm. Zweitens, noch ein bisschen über mich zu sagen. Jetzt seriös formuliert, arbeite ich für die EU als Gutachter, mhm, und kenne mich dementsprechend in einigen Themen der europäischen Einigung aus. Wenn ich auch total einflusslos bin als Gutachter. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, mhm, was die Rolle von Gutachtern sind. Ab und an nehme ich hier sozusagen nebenberuflich Lehraufträge wahr. Mhm. Genau. Weil ich lange neben dem Studium der alten Geschichte mich mit allen möglichen Filmen beschäftigt habe. Erst Hobby, jetzt ein bisschen professioneller. Ja. Und das betrifft mich. Ja, und da wir ja nur den Ton aufzeichnen, müssen wir es jetzt auch erstmal gleich richtig stellen. Also erstmal willkommen, Rainer Wowe. Herzlich willkommen in, ja, der Medientheke. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Und ja, und Sie tragen zurzeit keine Augenklappe mehr. Nein. Aber die Ähnlichkeit mit John Ford ist durchaus gegeben. Das ist mir gar nicht bewusst, aber Sie machen mich stolz. Ist ja auch, ja, es gibt durchaus unbedeutendere Regisseure, mit denen man verglichen werden könnte. Gut formuliert, ja. Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medientheke. Ja, wir wollen uns aber heute nicht über John Ford unterhalten, obwohl das können wir auch gerne tun, sondern ich habe Sie deswegen gebeten, in die Medientheke zu kommen, um ein bisschen über Ihr aktuelles Seminar ein bisschen zu sprechen. Und da geht es eigentlich um den großen Oberbegriff eben Lobbyismus und um etwas genauer gefasst, also den Lobbyismus im Zusammenhang mit den Medien. Und das fand ich ein spannendes Thema, zumal das ja aktuell gerade ein bisschen auch durch die Presse geht und durch die Medienlandschaft geht. Jetzt exemplarisch war eben jetzt das Beispiel eben die, ja, mehr oder weniger politische Einflussnahme der, ja, der Politik zum Beispiel gegenüber dem ZDF und der dortigen Positionierung eben des Intendanten. Und da sind wir dann ja schon bei dem Thema Lobbyismus und den Medien. Ja. Ja, ich biete in diesem Semester ein Seminar an, was eine ganz konventionelle Fragestellung hat. Nämlich, welchen Einfluss nehmen Medien auf Politik und umgekehrt, welchen Einfluss nimmt die Politik auf Medien? Jetzt kann man aus dieser sehr konventionellen Fragestellung, die dann den Idealfall, dass die beiden sich hervorragend ergänzen, etwa
Medien die vierte Gewalt genannt werden. Mhm. Da kann man aber noch ganz andere Konflikte, eine Sicht auf Konflikte gewinnen. Und kann zum Beispiel die Frage stellen, was ist eigentlich mit der fünften Gewalt im Staate? Nämlich dem Lobbyismus. Was für, also das ist ein Seminar, das mache ich jetzt zusammen mit Studenten, die gerade angefangen haben, ihre Referate zu halten, um dann Einblick zu geben in die aktuelle Situation. Zurzeit beschäftigen wir uns mit Konzernen, mit Medienkonzernen. Und zwar dreien, Bertelsmann, Springer und Burda. Mhm. Gestern wurde gerade Bambi verliehen vom Burda-Konzern. Und jetzt entsteht die Frage, was eigentlich die Aufgaben von Medien, nämlich für Information zu sorgen, Kontrollfunktion auszuüben und investigativ tätig zu sein, was die eigentlich mit Konzernbildung zu tun haben. Und mal sehen, ob Studenten darin den Widerspruch entdecken, den ich auch entdecke. Wahrheit oder Konzern? Genau, denn das ist eigentlich ja auch dann so etwas, ja, was eigentlich auch eigentlich unvereinbar scheint. Ne? Also genau, Medien haben ja eigentlich die Aufgabe, wie Sie schon sagten, oder Medien, die sich zumindest als journalistische Medien verstehen, dem Staat dann auch ja ab und zu auf die Finger zu schauen und eben eine Kontrollfunktion eben als so auch schon betitelte vierte Gewalt auszuüben. Und wenn sich aber allerdings dann solche ja Medienkonglomerate bilden, die dann eben zu Konzernen werden, die dann eben Eigeninteressen haben, dann ja, ist dann da diese Aufgabenstellung dann doch auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise wird die zum Teil dann auch nicht wahrgenommen. Also ich entsinne mich jetzt zum Beispiel an etwas, was mich persönlich interessiert, so als mehr oder minder erfolgreichen Autoren habe ich halt eben die Debatte um das Urheberrecht verfolgt und die Bestrebung zum Beispiel der deutschen Verlage eben nicht mehr von Suchseiten wie Google indiziert zu werden. Und ja, die haben ja dieses ja vermaledeite Leistungsschutzrecht initiieren können. Und was eben bedeutet, dass man eben Ausschnitte aus Texten, die Verlage veröffentlichen, in Zeitungsmeldungen oder so, nur noch ganz, ja, ganz, ganz begrenzt sozusagen zitieren darf. Und ja, und Google quasi verboten haben, da weitere Schritte vorzunehmen. Und das Perverse, was daraus gekommen ist, dass diese Einflussnahme der Konzerne in ihrer Lobbyismusarbeit zur Seite der Politik eben ja dann als Erfolg gezeigt hat, ist die, dass dann Google gesagt hat, okay, wir indizieren dann eben eure Zeitung nicht mehr. Und genau die Verlage, die sozusagen sich für dieses Leistungsschutzrecht eingesetzt haben, haben gesagt, ach nee, das möchten wir dann doch nicht. Wir möchten doch schon gerne gefunden werden. Aber was dieses Gesetz halt eben leider dann eben auch ermöglicht, ist, dass eben so einfache kleine Blogger, Leute, die Journalismus halt machen, weil sie gerne auch in ihrem kleinen Umfeld eben journalistisch tätig sein wollen, eben jetzt ganz große Schwierigkeiten haben, irgendwelche Dinge aus diesen Verlagsorganen sozusagen zu zitieren, weil sie da schnell in Teufels Küche kommen und die eben dann nicht eine Herrscher von Anwälten haben, um sich dann gegen diese Verlage durchzusetzen. Und da wäre doch zum Beispiel auch exemplarisch so, was ein Beispiel, wo eben genau das, was Sie beschrieben haben, Wahrheit oder Konzern sozusagen, eindeutig die Waagschale in Richtung Konzern gegangen ist und die Wahrheit ein bisschen dann auf der Strecke bleibt. Sehen Sie das? Ja, oder ja. Zumindest ist das Interesse anderer gesellschaftlicher Gruppierungen. Da auf einmal findet dann Konkurrenz statt. Das ist ein schönes Beispiel, was Sie da nennen. Jedenfalls kommt man in einem medienwissenschaftlichen Seminar überhaupt nicht weiter, wenn man sich immer wieder erzählt, welche Aufgaben Medien eigentlich haben sollten. Sondern man kommt nur weiter, wenn man sich vor Augen hält, was eigentlich passiert, wenn Informationen
zur Ware geworden sind. Also, wenn sie gehandelt werden, wenn damit Geld verdient werden soll, dann müssen diejenigen, die damit Geld verdienen wollen, auch ihre Art und Weise, die Informationen zu streuen, verteidigen. Und auf die Weise kommen dann Interessengruppen und Lobbygruppen zustande. Also das ist ein selbstverständlich für Studenten der Medienwissenschaft meines Erachtens viel besserer Weg, als sich immer wieder das Normative, wie Medien eigentlich sein sollten, immer wieder neu zu vergewissern. Also das Seminar ist ein Ausgangspunkt. Wir können ja jetzt weit über das Seminar, unseren bisherigen Kenntnisstand hinausgreifen und auf andere Sachen, etwa auf Lobbytum zu sprechen kommen. Wenn ich darf, möchte ich da ganz, ich möchte wieder darauf zu sprechen kommen, was Sie gerade gesagt haben. Aber kurz vorher mal historischen Einschub geben. Und zwar ist im politischen Vokabular in den USA und in Großbritannien Lobby ein ganz gebräuchliches Wort. Es kommt daher, dass als das Weiße Haus brannte, Ulysses Grant, ein ihnen bekannter General der Nordarmee, Bittsteller im Hotel empfing. Und zwar in der Hotelhalle, in der Lobby. Die Bittstellerei ist ein ganz altes Prinzip in USA und gehört zum politischen Geschäft, dass zwischendurch Leute kommen, die ihre Interessen vortragen. Sie konnten das zuletzt noch sehen in der Lincoln-Verfilmung von Spielberg. Genau, wo Lincoln dann eben Audienz hielt und dann eben wirklich dann der kleinste Abgeordnete aus irgendeinem Richtig. Kleinen Dorf ja. vorständig werden ja. konnte, um die Sachen vorzutragen, die er verbessert sehen muss. Das verdient den großen Namen Lobby, auch die kleinen Leute. Jetzt hat sich aber etwas ergeben. Ach so, vielleicht historisch ist noch wichtig, das gehörte immer zum Selbstverständnis der amerikanisch orientierten Demokratie, die kleinen Leute vorsprechen zu lassen. In der französisch-deutschen republikanischen Tradition ist das aber Kokolores. Es gibt Petitionsausschüsse des Bundestages, die sich damit beschäftigen, aber die Interessengruppen abzuwimmeln ist ganz wichtig, weil ja schließlich die gewählten Vertreter und der Staat ihre Aufgaben und Funktionen verrichten sollen, ohne dass Spezialinteressen, das Gesamtinteresse, das repräsentiert wird, zu durchkreuzen. Sie sehen also zwei verschiedene Traditionen. Trotzdem überkreuzen sich diese Traditionen. Es gibt natürlich auch in der republikanischen Verständnis, lass mal die Vertreter machen, lass mal den Staat machen. Gibt selbstverständlich Lobbying, also Interessengruppen preschen nach vorne und versuchen Abgeordnete abzufangen. Und zweitens gibt es auf der anderen Seite in den USA gibt es auch bestimmte Tendenzen, das Lobbying einzuschränken. Ja, das gibt es. Es ist nämlich inzwischen was passiert, das Lobbying ist gar nicht mehr das Geschäft der kleinen Leute, die sich nicht mehr vertreten fühlen, sondern das Lobbying ist das von Interessengruppen, die Privilegien wollen, Ausnahmen wollen, Gesetze formuliert haben wollen. Und jetzt kommen wir zu Ihrem Beispiel, beziehungsweise Ihrem Modell. Wir wollen nämlich beim Urheberrecht Stellschrauben entweder einrichten
oder überhaupt ziehen, dass es enger wird. Nachdem von Autoren vorher verlangt worden ist, nachdem du uns dein Manuskript gegeben hast, verlierst du alle Rechte an der Weiterverwertung. Wir machen das schon für dich. Oder es gibt noch andere Möglichkeiten. Sind es plötzlich die großen Medienkonzerne, die ein unglaubliches Interesse an der Urheberrechts-, also an der Eigentumsregelung haben? Es handelt sich ja um eine Eigentumsregelung. Das ist für einen Konzern, wie Bertelsmann, das ist auch ganz wichtig, das für den Musiksektor zu machen, um Kopieren zu verhindern. Und da merkt man bei diesem Beispiel Musik, aha, es soll so eine Art Warenschutz eingerichtet werden. Und jetzt kommt etwas zustande, was das bisher Gesagte nochmal deutlich macht. Es geht bei gar nicht um Bittstellerei. Es geht um Pressure Groups, die eingerichtet werden und unsere Demokratie, wie auch immer die heißt, zu einer Demokratie zweiter Ordnung macht. Also es sind quasi, im Grunde hat sich das Ganze gedreht. Im Grunde könnte man fast sagen, die Politik ist nicht vielleicht gerade Bittsteller, aber zumindest im fast schon in dem pervertierten Form dann Befehlsempfänger von diesen von ihnen genannten Pressure Groups, die eben Druck ausüben auf diesen politischen Kessel und den aber auch möglichst so befüllt wissen wollen mit ihren Forderungen und ihren Interessen. Ja. Und wenn man dafür die Beispiele jetzt zusammenstellt, dann gibt es neben dem Urheberrecht, also dem Eigentumsrecht, gibt es noch andere Vorschläge und Einrichtungen, die zum Teil schon wieder kassiert worden sind, nämlich die Studienfinanzierung. Die Studienfinanzierung, das war ein alter Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung, der zeitweise sogar eingerichtet worden ist. Und in ein, zwei Bundesländern gibt das, glaube ich, noch. Aber, und das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was Sie sagen, sondern zeigt, selbstverständlich gibt es noch politische Räume, die nicht so ganz ohne weiteres von Konzernvorschlägen abgedeckt werden können. Nämlich die Studiengebühren, die sind jetzt im Moment gerade mal wieder abgeschafft. Also die Bertelsmann-Stiftung war der Auffassung, es soll keine Leistungen geben, auch staatliche nicht, die kostenlos sind. Den Staat kostet es so viel, eine Universität zu unterhalten, dass die Studenten gefälligst zahlen sollen. Das war der Bertelsmann-Vorschlag. Und der war für einige Zeit relevant für Universitäten und ich glaube, die hiesigen Administratoren der Universität, die haben zu der Zeit, als die Studiengebühren galten, sie verteidigt und wenig später haben sie gelobt, dass sie aufgehoben worden sind. Ja, genau. Das haben wir ja konkret an der Universität hier auch erlebt. Und was ich jetzt interessant finde, ist, was waren jetzt die Beweggründe von Bertelsmann, so etwas einzurichten? Also ich kann da eigentlich nur so eine neokonservative Haltung sehen, dass sozusagen jedes Gut, und sei es Dienstleistungen, sei es Wissen, sei es Bildung, bis hin, das führt dann, also wenn ich jetzt das mal ein bisschen polemisieren will, führt dann bis zu Nestle und dem berühmten Wasser, was dann auch ein Gut ist, was auch nur noch käuflich zu erwerben ist, das saubere, gesunde Wasser. So soll also Bildung quasi auch nur noch zu einer Ware werden und dementsprechend dann auch eben schützenswert sein, dahingehend, dass man das nur gegen Geldmittel und dementsprechend dann auch, einer bestimmten sozialen Stellung dann auch nur erhalten kann. Denn das ist ja eigentlich das, was dann auch die Studiengebühren zum Teil dann auch schon bedeutet haben, weil einige Leute konnten sich das dann auch schon schwerlich leisten. Das waren jetzt noch sehr geringe Studiengebühren, aber man hat ja gesehen, wohin sich das entwickelt in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten, wo dann wirklich ja Leute sich schon
ja, mit einem großen Schuldenberg quasi schon ins Arbeitsleben starten. So, und das, ja, das ist eine interessante Sichtweise des Bertelsmann-Konzerns auf Bildung, würde ich da sagen. Ja. Ja. Nun sind wir beide in diesen Kreisen nicht besonders heimisch. Deswegen, also wenn abends selbstverständlich bei einem guten Tropfen solche Themen erörtert werden, dann gibt es bei den einschlägigen Honoratoren selbstverständlich immer den Konflikt zwischen die öffentliche Subvention versus Privatinitiative. Mhm. Und wenn ich jetzt mal diese Diskussion, wenn ich die auf Studiengebühren, auf Medien und Politik beziehe oder runterbreche, dann ist es ganz klar, dass selbst die SPD-wählende Chefärzte, dass die der Privatinitiative, der Kreativität und so weiter viel mehr Dominanz eingeräumt sehen möchten als einem öffentlich subventionierten Betrieb. Darauf läuft es hinaus. Das sind Konflikte, und da sagt die, wenn Sie die Frage stellen, warum machen die das, haben die dafür gute Gründe? Ja, sie haben gute Gründe. Und unsere Gesellschaft ist eben überhaupt nicht so zu beschreiben, dass wir auf ein gemeinsames Ziel hinaus sollten, wollen sollten, sondern da gibt es Differenzen, Unterschiede, Konflikte. Und die eine Gruppe sagt, es geht nur über Privat, über Leistung, über Bezahlung, über Anteilnahme durch Geld. Das erhöht die Motivation, gut zu sein. Und die andere sagt, nee. Wir müssen historisch, müssen wir entprivilegisieren. Das heißt, es müssen auch mal die ran, die bisher keine Chance hatten. Das ist die andere Seite. Mhm. Und das ist noch nicht ausgemacht, wer gewinnt. Das geht immer hin und her, hin und her. Ja, es ist genau. Und dementsprechend, wie man dann das berühmte Glas halt sieht, halb voll oder halb leer, kann man eben daran verzweifeln, wie stark halt eben doch die Einflussnahme solcher Konzerne auf unser aller Leben ist. Oder eben dann Initiativen, da fallen mir dann jetzt spontan auch nur so Sachen wie eben die Occupy-Bewegung ein, ja, wo man auch gedacht hat, jahrzehntelang passiert seit den 60er Jahren nichts mehr. Die Öffentlichkeit lässt alles mit sich machen. Wir sind nur noch Konsumenten, die sozusagen die Ware in welcher Form, sei es als Medienkonsum oder auch als konkrete Ware in Empfang nehmen, machtlos diesen Machenschaften der Konzerne gegenüberstehen. Und dann auf einmal entwickelt sich dann doch scheinbar aus dem Nichts dann doch auch bei ein paar kleinen Keimzellen dann auch so eine Bewegung, die sagt, nein, wir möchten eigentlich, dass doch die Waagschale wieder mehr in die andere Richtung geht. Ja. Und da ist jetzt ja auch dann für mich so eine Frage, wir haben es ja schon festgestellt, prinzipiell ist ja Lobbyismus auch aufgrund seiner Wurzeln und so eigentlich keine schlechte Sache. Es hat jetzt quasi perverse Züge angenommen. Wo kann Politik oder Gesellschaft vielleicht ansetzen, um eben diese Kräfte so ein bisschen in Schach zu halten? Also, ja. Sehen Sie da Ansatzpunkte? Das sind Fragen, die nicht nur wir stellen. Die stellt man sich in Brüssel, dem sogenannten Monster. Also, in der Mitte des Weißen Wals. Die stellt man sich in Berlin, die stellt man sich überall. Und ich gehe mal erst ein paar Vorschläge durch, um dann selber sagen zu können, wie ich mir das als Politlaie vorstelle. Also, das Handicap von Brüssel, in dem ja Lobbyisten sowohl des Deutschen Feuerwehrverbandes als auch der Landwirtschaftskammern tätig sind,
die drei genannten Medienkonzerne, Springer, Bertelsmann und Murder, selbstverständlich auch, in Brüssel werden jetzt ganz vorsichtige Schritte erwogen, den Lobbyismus erstmal zu kartografieren, zu erfassen. Mit der Bitte, und daran können Sie sehen, in welchen Kinderschuhen Politik steckt, mit der Bitte an die Lobbys, sich doch in so eine Teilnehmerliste einzuschreiben, wie am Anfang eines Seminars der Ruhr-Universität. Da schreiben sich ja noch die Studenten doppelt ein, weil sie auch den einschreiben, der nicht da ist. Aber in Brüssel ist das anders. Da gibt es 123 eingetragene Lobbys. Dazu gehören aber die ganz großen, Monsanto, Bertelsmann, die gehören nicht dazu. Die halten es für überflüssig, sich da einzutragen. Also die erste oder die zeitgenössische Forderung ist, dass man überhaupt mal weiß und einen Überblick hat, bevor man andere Maßnahmen ergreift, wer gehört eigentlich dazu? Ich weiß nicht, ob Sie mal eine Exkursion nach Brüssel gemacht haben, aber es gibt da den Verwaltungspalast. Und drumherum in diesen Häusern finden Sie überall Büros von Lobbys. Also man könnte jetzt, wenn man so eine Pfadfinderklasse rumschickt, könnte man mehr aufzeichnen, als sich in diese Listen eingetragen haben. Ja. Die evangelischen Kirchen sind dabei, die haben sich natürlich in die Listen eingetragen. Überall. Ja. Viele europäische Institutionen, die etwas auf sich halten, meistens Verbände, metallverarbeitende Industrie und so weiter. Also die erste Phase, das erstmal zu erfassen. Die zweite Phase ist dann, bestimmte Regelungen zu treffen, dass Lobbys sich als solche erkennbar machen. Das gilt auch für Berlin. Denn die Schwierigkeit ist die, dass, das wissen Sie, haben Sie aber vergessen, dass ja Ministerien mit Lobbys zusammenarbeiten. Insofern als Gesetzesentwürfe nicht etwa von den Ministerien formuliert werden, sondern da werden jetzt Fachjuristen hinzugezogen, die für ein halbes Jahr eingestellt sind. Im Arbeitsministerium, Gesundheitsministerium, überall da, wo Spezialinteressen vorliegen. Da werden also Juristen an den Tisch gebeten, doch mal für ein halbes Jahr eine Gesetzesvorlage zu formulieren. Diese Arbeit von Außenstehenden, die aber einen Schreibtisch im Gesundheitsministerium beziehen, überhaupt kenntlich zu machen, ist eine zweite Forderung. Das wird noch länger dauern, bis das durch ist, obwohl mit Sicherheit das auf die Zustimmung sehr vieler Bürger stoßen wird. Ich würde das gerne nochmal zuspitzen, dass eben wirklich es dann ja auch dann sich dann wirklich so darstellt, dass dann eben diese von Ihnen erwähnten angestellten Anwälte dann eben auf den Lohnlisten der jeweiligen Lobbyvereine stehen. Ja. Und dann wirklich, und es gibt da gute Dokumentation zum Beispiel in Bezug auf Monsanto, dann eins zu eins die Forderungen von Monsanto quasi in den Gesetzestext wortwörtlich übernehmen konnten und hineinschleusen konnten, ohne dass das dann irgendwie nochmal seitens der Politik überprüft oder abgeklopft wurde. Ja. Und eine dritte Maßnahme wird jetzt gerade in den Koalitionsgesprächen erörtert. Nämlich Lobbyismus einzuschränken durch die höhere Beteiligung des sogenannten Volkes, dem Souverän unserer Republik, durch Volksentscheide also. Volksbeschlüsse, Volksentscheide. Also, wir sehen, eventuell notwendige
aber doch ziemlich läppische Maßnahmen bezogen auf den Einfluss, den Lobbys haben. Erstens, wir müssen wissen, wie viel es überhaupt gibt. Hm. Zweitens, Gesetzesinitiativen müssen kenntlich gemacht werden, von wem die eigentlich formuliert worden sind. Und drittens, wir müssen dem Einfluss der Lobbys etwas entgegensetzen, wenn also jemand der Auffassung ist, und so weiter und so fort, habe ich schon gesagt, also Volksentscheide. Ja. Das sind so drei Maßnahmen, mhm, und meines Erachtens zeigen die den Stand an, es passiert sehr, sehr wenig. Da hätte ich eine Frage, und zwar auch jetzt konkret, weil Sie jetzt gerade die Koalitionsverhandlungen erwähnt hatten, die jetzt aktuell in Berlin laufen, zur neuen großen Koalition zwischen CDU und SPD. Da ist ja jetzt schon durchgesickert, die Vorhaben zum Beispiel bezüglich der Energiewende, wo dann jetzt gesagt wurde, ja, wir möchten aber zum Beispiel die Windkraftanlagen in Norddeutschland nicht mehr so weiter fördern, wie wir es bisher getan haben. Das möchten wir nicht, weil das ein Ungleichgewicht der Energiesysteme in irgendeiner Form zur Folge hätte. Und um das jetzt dann eben nochmal das Thema Lobbyismus auf die Medien zu beziehen, da ist mir in der Medienberichterstattung aufgefallen, dass da relativ wenige Fragen aufgeworfen wurden. Weil mir mit meinem laienhaften Verständnis von Politik und dem Begriff Energiewende hätte ich mir gedacht, Moment mal, ich hätte doch, wenn ich eine Energiewende wirklich haben wollte, würde ich sagen, um Gottes Willen, natürlich, wir geben denen noch mehr Geld, damit sie noch mehr Windkraftanlagen bauen könnten. Denn dort im Norden, wo der Wind weht, wäre das ja ganz sinnvoll, um dort dann eventuell wieder so viel Energie zusammenzusammeln, dass man vielleicht ein oder zwei weitere Kohlekraftwerke oder so vielleicht abschalten könnte. Und das war für mich so ein Beispiel exemplarisch, wo ich mir gedacht habe, könnte da nicht auch schon wieder Lobbyarbeit eine politische Meinung beeinflusst haben? Dahingehend, dass das dann offiziell aber auch dann auch nicht so weit dann auch in seitens der Medien dann eben diskutiert wird. Weil da fühlte ich mich als Bürger ein bisschen Fragen zurückgelassen. Auch gerade von Seiten der Medienberichterstattung über zum Beispiel so eine Information. Ja, stimmt, kann ich Ihnen voll und ganz beipflichten. Mir ist das jetzt bei den Windrädern nicht zum Problem geworden, sondern bei der Solarindustrie, da hätte ich genau dasselbe gedacht. Energiewende heißt, die noch viel mehr zu unterstützen. Aber offensichtlich hat sich ein anderer Gesichtspunkt durchgesetzt, nämlich der, sofort aufhören mit der Subvention. Die Solarindustrie muss sich wie alle anderen Energieindustrien am Markt behaupten. Und dazu bedarf es keiner staatlicher Hilfe. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass das gelaufen ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wenn ich da noch einen Satz anfügen darf, um auf das Ziel zu kommen, von dem wir so weit entfernt sind, nämlich Brüssel weiß nicht ganz genau, wer im Namen von Interessenverbänden tätig ist. In Berlin werden im Interesse von Verbänden Gesetzesvorlagen geschrieben. Das heißt, wir sind von einer sehr alten Forderung für Demokratie immer weiter entfernt und die Medien tragen dazu nicht bei, diese Schlucht, diesen Gap zu vermindern, nämlich die Transparenz. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass unser politisches System sich als der ganz große Gewinner der Weltgeschichte feiert, aber die Transparenz immer weiter entfernt ist, je mehr man auf Genauigkeiten guckt. Da gibt es Privilegien, Konzerne, aber jetzt muss man aber ehrlicherweise auch sagen, wenn wir beide uns drüber unterhalten, ein großes Unbehagen über diese Differenz gibt es auch nicht. Ja, Sie wollten jetzt sozusagen auch nochmal dann abschließend so ein bisschen zusammenführen, wie Ihre Vorstellung davon ist, eventuell wie man Lösungsansätze finden könnte. Hatte ich das richtig verstanden?
Ja, ich wollte auf die alte Transparenzforderung zurückkommen und ab jetzt wird es kompliziert. Wenn ich nämlich jetzt bei Print oder den Fernsehen und Rundfunk diesen Medien, die für die Produktion von Öffentlichkeiten zuständig sind, dann würde ich sagen, es ist im Fernsehen tatsächlich auch immer komplizierter geworden, bestimmte Zusammenhänge so sichtbar zu machen. Deswegen habe ich da bin ich aber ganz vorsichtig, da muss man mehr wissen, zwei Fragen, an denen zu arbeiten sich lohnte. Erstens, wie kommt eigentlich Mainstream zustande? Da würde ich behaupten, das ist eine Leistung von Medien und nicht von Geschmack der einzelnen Gesellschaftsmitglieder. Und zweitens, wie sind die Prozeduren, die Vorgänge, um etwas unsichtbar zu machen? Bisher beschäftigt man sich ja immer mit Medien unter dem Gesichtspunkt, dass nur das, was sichtbar ist, auch von Bedeutung wird. Meines Erachtens gehört dazu, aber das sind echte Forschungsfragen. Mhm. Was muss man tun, damit etwas unsichtbar wird? Mhm. Und zu diesem Thema unterhalten wir uns gerade. Mhm. Ja, und da würde ich jetzt darauf antworten, dass Sie jetzt in diesen zwei Fragestellungen, ich dadurch dann ein bisschen hoffnungsfroher werde. Denn ja. Zu dem Thema Mainstream und wie der geschaffen wird durch die Medien, ist dann ja quasi jetzt schon hier unser Podcast hier exemplarisch etwas, was eben ja sich gegen den Mainstream dahingehend stellt, dass er eben jetzt hier im Rahmen der Medientheke, in der Mediathek vom Institut der Medienwissenschaft produziert wird und nicht von einem großen Sender, der eventuell unter Einflussnahme steht von Lobbyisten. Und dass da aber das quasi sich fast gleichwertig einreihen kann in den neuen modernen Mediendistributionsformen, ja. Neben eben der ZDF-Mediathek oder der ARD-Mediathek. Natürlich muss das erstmal seine Hörer und so weiter finden, aber durch die neuen Netzwerke wie das Internet und durch die sozialen Netzwerke ist es durchaus möglich, dass so ein Gespräch wie das unsere sozusagen sich auch durchaus einreihen kann. Und dadurch kann eine Diversität geschaffen werden von Medien, die eventuell ein bisschen gegen den Mainstream arbeiten können. Das wäre der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch der, wo ich dann mit den neuen Medien vielleicht auch argumentieren würde, dass nämlich jetzt, ich will jetzt nicht wieder auf die schon fast zum Klischee gewordenen Dinge wie die arabische Revolution und Twitter kommen, aber die Sichtbarmachung von Missständen ist um ein Vielfaches einfacher geworden, weil man mit relativ kleinem Aufwand große Wellen schlagen kann. Und das wäre zum Beispiel etwas, was zum Beispiel, wenn ich jetzt da auch nochmal in eine politische Richtung gehe, das haben zum Beispiel die Piraten noch nicht verstanden, wie viel explosives Material sie sozusagen mit ihren Ideen von neuen Formen von Demokratie halt mit sich herumtragen. Aber wenn sich erstmal solche Kräfte bilden, könnte das zum Beispiel zumindest dann eben an diesem Status quo, dieser Unsichtbarkeitmachung vom Lobbyismus, kratzen, weil man mit neuen Techniken und neuen Denkweisen da eventuell dann doch die Sachen, die gerne von den Listen unsichtbar gemacht werden, dann doch wieder sichtbar gemacht werden können und eben auch mit einem Aufwand, den an jeder dann eben auch vielleicht dann tragen kann, sozusagen. Ja, Herr Heinke, aber wir sind auch Zeugen der Vorgänge um die Whistleblower, die als Verräter gekennzeichnet werden, von in genau der Nation, die am Anfang unseres Gesprächs als diejenige galt, die den Bittstellern und den Lobbys des Privaten am meisten Raum gewährt haben, nämlich USA. Und was die alles unternehmen, um den Typen Snowden
ans Messer liefern zu können, dramatisch ausgedrückt, das wird schlagartig klar dadurch, dass die so einen, war das der bolivianische oder ecuadorianische Staatspräsident, einfach in Wien festhalten, weil Snowden an Bord seiner Präsidentenmaschine. Ich will das nicht jetzt herunterspielen. Wenn Sie sagen, es gibt auch einen kleinen Ort in Gallien, der andere Auffassungen hat und sie neuerdings auch publizieren kann. Das will ich nicht herunterspielen. Aber es geht, was die Whistleblower betrifft, ist das doch ein ziemlich dominanter Bereich, gegen den man anstänkern muss. Hm. Und was uns betrifft, ist vielleicht unsere Kleinheit der Garant dafür, dass uns nichts passiert. Ich weiß es nicht. Genau. Das ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Herr Vogel. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Ja. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Und ja, ich hoffe vielleicht auf eine Wiederholung, weil das fand ich ein sehr angenehmes Gespräch. Vielleicht können wir das ja, gut. in Zukunft vorführen. Ja, gut. Ich bin jederzeit bereit, über die Bundesliga mit Ihnen zu sprechen. Auch das, okay. Dann ja. Nochmal danke, Rainer Vogel, für das Gespräch. Jo, gerne. Und bis zum nächsten Mal in der Medientheke. Gerne. Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medien. Medien.